Du bist bereits Sammler von Luxusuhren oder möchtest gerne einer werden? Dann habe ich heute drei Tipps für dich, die ich als gelernter Uhrmacher und begeisterter Uhrenliebhaber dir gerne an die Hand mitgeben möchte. Hallo zusammen, mein Name ist Simon der Gezeitenpanda und in dem Video heute sprechen wir über drei Tipps für Uhrensammler. Ich bin gelernter Uhrmacher und ich habe auch ein paar Uhren in meiner Sammlung. Heute trage ich zum Beispiel meine Rolex Datejust 36 mit dem blauen geriffelten Zifferblatt am Jubiläarmband. Trägt sich sehr gut. Ich bin sehr begeistert mit der Uhr. Ich trage sie nicht oft, aber ab und an. Und jetzt fürs heutige Video fand ich sie einfach irgendwie passend, weil das auch etwas ist, was eben in meine Sammlung gewandert ist und wo ich mich davor auch ein bisschen genauer mit auseinandergesetzt habe, weil ich die Uhr oder so eine Uhr in der Art jetzt noch nicht in meiner Sammlung hatte. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr den Kanal jetzt gleich hier noch abonniert, einfach unten auf die Glocke drückt und dann auch noch, dann werdet ihr informiert, wenn auch neue Videos von mir rauskommen. Das ist sehr zeitintensiv, deswegen werde ich es wahrscheinlich in der nächsten Zeit nicht mehr schaffen, wöchentlich für euch ein Video zu machen, aber ich möchte euch dafür alle 2 Wochen ein Video bereitstellen. Fangen wir also direkt an mit dem ersten Tipp, den ich für euch mitgebracht habe, und zwar geht es da um den Zustand eurer Uhr. Denn der Zustand eurer Uhr, der ist extrem wichtig und um den Zustand aber bewerten zu können, also ob ihr jetzt einen guten Zustand oder einen schlechten Zustand von der Uhr habt, müsst ihr euch natürlich auch mit der Materie auskennen. Das ist natürlich für jemanden, der kein gelernter Uhrmacher so wie ich jetzt ist, oder einfach für jemanden, der sich noch nicht so viel mit den Uhren auseinandergesetzt oder die Uhren nicht kennt. Also ich kenne auch nicht alle Uhren und muss mich dann auch dahingehend immer wieder mal informieren. Ist es also essentiell wichtig, dass ihr euch, das Zauberwort heißt, Informationen holt. Informationen, 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 dass ihr einfach Bescheid wisst über das Produkt und das möglichst in- und auswendig kennt. Und da haben wir heutzutage eben wunderbar die Möglichkeit, dass wir im Internet recherchieren können, im Internet sehr viel über die Uhren rausfinden können. Wir können Texte, Bilder, Videos finden. Gibt leider auch Informationen, die nicht stimmen. Also man muss sich immer ein bisschen mehrere Quellen da anschauen und das dann halt ein bisschen auch abgleichen, dass man eben nicht eventuell falsche Informationen aufsammelt und dann meint, man hat hier irgendeinen Defekt an seiner Uhr und dabei ist es eben gar nicht so. Aber es ist auf jeden Fall wichtig, dass ihr euch damit auseinandersetzt und dass ihr euer Produkt kennt. Denn wenn ihr euer Produkt sehr gut kennt, dann könnt ihr auch sehr gut feststellen, ob da eben jetzt ein Mangel vorliegt oder ob das eben normal ist bei dem Uhrwerk zum Beispiel, dass da der Rotor etwas lauter ist, also die Schwungmasse hinten, oder dass ihr da das Datum in die und die Richtung nur stellen könnt. Das sind einfach so Sachen, die Informationen müsst ihr wissen, um überhaupt herauszufinden, ob da eventuell ein Defekt vorliegt. Deswegen ist es gerade auch für Leute, die neu in das Thema einsteigen und dann noch nicht so viel Erfahrung haben, deutlich einfacher, wenn ihr euch eine neue Uhr auch kauft. Neueinsteiger, neue Uhr. Nein, aber es ist auf jeden Fall einfacher, weil ihr habt da oder ihr könnt davon eigentlich ausgehen bei einer neuen Uhr, dass ihr dann auch einen Neuzustand habt, also dann keine Mängel in der Regel habt. Und ihr habt nach so einem Kauf eben auch 2 Jahre Garantie. Also ihr habt im schlimmsten Fall sogar 2 Jahre Zeit, irgendeinen Defekt zum Beispiel zu finden. Sei es jetzt irgendwie was auf dem Zifferblatt oder irgendwas am Uhrwerk läuft nicht richtig oder Kratzer, sonst irgendwas, habt ihr eben noch eine gewisse Zeit, das auch zu reklamieren. Das ist jetzt bei einer gebrauchten Uhr, außer ihr seid jetzt, kauft jetzt bei einem Händler. Aber ansonsten ist es bei Gebrauchtuhren auf jeden Fall deutlich schwerer. Und noch ein kleiner Tipp für euch. Viele Marken bieten mittlerweile an, wenn ihr sie direkt nach dem Kauf registriert oder einfach dann euch anmeldet für eine Garantieverlängerung, dann bekommt ihr eine Garantieverlängerung teilweise bis auf 8 Jahre. Und das ist natürlich nochmal 6 Jahre on top. Das ist, finde ich, super. Bloß die wenigsten Leute wissen das oder machen das. Deswegen ist es auch nochmal ein Tipp von mir. Registriert eure Uhr und nehmt da nochmal 6 Jahre Garantie mit. Weil wenn dann irgendwas ist, dann könnt ihr das einfach auf Garantie laufen lassen und bleibt da eben nicht auf den Kosten irgendwie hängen. Kommen wir dann jetzt zu Tipp Nummer 2 und zwar da geht es um die Geschichte eurer Uhr. Ähnlich wie bei Tipp Nummer 1 ist es jetzt auch wichtig für euch, Informationen über die Geschichte eurer Uhr zu haben. Denn wenn ihr wisst, wer zum Beispiel diese Uhr schon am Handgelenk getragen hat oder was die Geschichte von dieser Uhr ist, was die mit dieser Uhr schon alles erlebt wurde oder wie viele Leute sich für diese Uhr interessieren oder wie hoch die Produktionszahl war, ob das vielleicht eine limitierte Uhr war oder einfach auch Informationen bezüglich zur Uhr an sich, ob die Uhr vielleicht schon mal einen Zifferblatttausch erfahren hat oder einfach irgendwas an der Uhr gemacht wird, das ist einfach Informationen zur Geschichte. Die sind auch wichtig für euch, um einfach die Uhr besser einschätzen zu können, auch speziell jetzt auf die Nachfrage auf dem Markt oder auch den Marktpreis, damit ihr auch ein besseres Gefühl bekommt, speziell auch wenn ihr die Uhr irgendwann verkaufen wollt oder einfach für euch auch, um zu wissen, was die Uhr vielleicht auch wert ist. Deshalb die Geschichte, die müsst ihr sowohl in der Vergangenheit beachten, wie auch in der Gegenwart und auch in der Zukunft. In der Vergangenheit ist natürlich einfacher, weil das ist schon geschehen und das ändert sich in der Regel nicht mehr. Da könnt ihr einfach Informationen herausfinden, wie ich vorher auch schon erwähnt habe. Wer hat die Uhr zum Beispiel getragen oder andere Dinge eben zu
zu eurer Uhr einfach Erfahrungswerte auch von anderen Leuten, die zum Beispiel auch Probleme mit dem Uhrwerk irgendwie hatten oder allgemein mit der Uhr, dass die Uhr nicht wasserdicht war nach so und so vielen Jahren oder wie oft die Uhr schon beispielsweise bei anderen Besitzern in den Service musste. Das sind alles Informationen zur Geschichte, die ihr herausfinden könnt in der Vergangenheit, in der Gegenwart, also jetzt speziell. Könnt ihr zum Beispiel Informationen über Social Media herausfinden? Was wird über diese Uhr berichtet? Tragen die viele Prominente oder wird die überhaupt allgemein irgendwie groß publiziert und da viel Werbung drum gemacht? Ihr könnt in Boutiquen gehen, könnt euch da über das Modell oder die Uhren einfach informieren, könnt da irgendwie auch die Verkäufer vielleicht auch fragen, sofern die euch da weiterhelfen können. Und ein ganz wichtiger Tipp, das ist, wenn ihr euch eine Uhr kauft, den Verkäufer immer zu der Uhr auch noch zu fragen zur Geschichte. Also wie oft war die Uhr schon im Service oder wie lange ist es her, dass die Uhr im Service war? Wer hat die Uhr alles schon getragen? Ist der Verkäufer eventuell der Erstbesitzer? Oder was gibt's für Dokumente zur Uhr einfach dazu? Einfach so ein bisschen das Geschichtliche zur Uhr. Und dann am Ende noch die Zukunft ein bisschen betrachten. Ich weiß, das ist ein bisschen Spekulation. Aber wenn ihr zum Beispiel auch in einer gewissen Art und Weise abschätzen könnt, wie so ein Modell auch in der Zukunft begehrt sein wird noch, also ob noch Leute mechanische Uhren tragen wollen oder ob einfach in der Zukunft auch noch Leute vielleicht auf Marke Rolex stehen oder wie sich die Marken entwickeln. Das ist auch, wenn man so ein bisschen sich mit den Uhren beschäftigt, kann man das vielleicht auch so ein bisschen abschätzen, wie groß ist da aktuell ein Hype oder ist da noch, fängt es erst gerade an, dass es irgendwie bekannter wird, die Marke. Jetzt Rolex ist eine sehr bekannte Marke, glaube ich nicht, dass die jetzt noch bekannter werden können, arg viel größer. Aber ihr könnt zum Beispiel auch die Unternehmen anschauen. Wenn ihr beispielsweise bei den Unternehmen jetzt immer mehr und mehr seht, die Unternehmen wollen nachhaltiger werden, schlägt sich das natürlich auch das Produkt aus. Aus welchen Materialien werden die Bänder zum Beispiel gefertigte Uhren? Also das Produkt wird nachhaltiger und dementsprechend könnt ihr auch da ein bisschen abschätzen, ob das Produkt auch in der Zukunft dementsprechend noch was sein wird. Weil wenn das Produkt irgendwie jetzt nicht nachhaltiger wird, aber die Nachfrage ist sehr groß nach Nachhaltigkeit, dann wird keiner mehr so eine Uhr in der Zukunft kaufen wollen, weil sie alle sagen, sorry, aber damit kann ich mich leider nicht identifizieren. Also das ist auch noch ein wichtiger Punkt, die Geschichte einfach ein bisschen von eurer Uhr, sich damit ein bisschen zu beschäftigen und das verstehen lernen. Kommen wir jetzt auf den letzten Punkt und zwar, das ist das Uhrwerk. Das, was in eurer Uhr drinne für den Antrieb sorgt und die Uhr antreibt und ohne, dass es eigentlich überhaupt nicht möglich ist, dass hier eine Uhr überhaupt die Uhrzeit anzeigen kann. Und das Uhrwerk, das dürft ihr eben auch nicht vernachlässigen, weil wenn ihr euch zum Uhrwerk auskennt, also ihr müsst jetzt nicht das Uhrwerk reparieren können und wirklich wissen, wie viele Teile und alles mögliche, einfach das uhrmacherische Wissen, das müsst ihr nicht unbedingt haben. Aber ihr könnt euch zum Beispiel die Fragen stellen, ist das hier drin ein Manufakturwerk oder ist das ein Uhrwerk, was von einem anderen Hersteller kommt? Oder wie serviceanfällig ist diese Uhr? Also wie oft muss diese Uhr in den Service und wie viel kostet dann auch dieser Service von diesem Uhrwerk? Oder wie schwer ist es dann, die Ersatzteile für die Uhr zu bekommen, wenn die Uhr im Service zum Beispiel ist? Denn das ist oft so ein Problem, gerade bei den Manufakturkalibern. Die werden dann in-house praktisch von den Uhrmarken hergestellt. Aber ihr könnt zum Beispiel dann nicht einfach zu einem freien Uhrmacher gehen und sagen, er soll die euch reparieren, weil er eventuell an die Ersatzteile nicht rankommt. Und dementsprechend müsst ihr dann auch zu einem anderen Uhrmacher gehen, wenn ihr da vielleicht schon einen Uhrmacher habt, zu dem ihr großes Vertrauen habt. Oder allgemein kann es halt in der Zukunft auch dann sein, bei Uhrwerken, die Manufaktur sind, wo eben kleinere Stückzahlen auch dann sind, dass dann vielleicht nicht mehr Ersatzteile so einfach zu bekommen sind, wenn ihr speziell irgendwie die Uhr reparieren lassen wollt. Und die Kosten für so eine Reparatur sind dann natürlich auch höher, denn die Uhrwerke wie zum Beispiel von ETA oder Sellita, die schon millionenfach produziert wurden und in ganz vielen Uhren auch sind, dafür sind die Teile deutlich einfacher zu bekommen. Das sind erprobte Uhrwerke. Die laufen schon seit sehr vielen Jahren in unterschiedlichsten Uhren. Und das ist natürlich etwas, was man vielleicht auch bedenken soll. Also Manufaktur muss nicht unbedingt gleich besser sein. Es kann besser sein, weil hier eben mehr Know-how vielleicht drin steckt oder einfach die Fertigung hochwertiger ist und besser ist. Aber man kann nicht pauschal sagen, immer Manufaktur ist das Beste. Also da auch das noch bedenken. Ich möchte euch abschließend also in die Hand legen, Wissen ist Macht. Umso mehr ihr zu eurer Uhr wisst, umso besser könnt ihr das Produkt verstehen, könnt ihr herausfinden, ob da vielleicht irgendwas nicht so sauber läuft, könnt dementsprechend dann auch das Ganze vielleicht reklamieren, wisst besser über den Wert eurer Uhr Bescheid, könnt das Produkt dann auch besser eventuell verkaufen, wenn ihr das wollt oder wisst einfach, was ihr da habt. Und vielleicht entdeckt ihr ja sogar bei eurer Uhr bei der Recherche noch irgendwelche Sachen, die ihr überhaupt nicht gewusst habt. Also ihr entdeckt zum Beispiel, ich habe hier einen Chronograph und davor wusstet ihr gar nicht, wie ein Chronograph funktioniert, weil niemand euch erklärt hat, wie das geht und ihr dachtet halt einfach, ja okay, wenn ich hier drücke, dann bewegt sich der Zeiger, aber ihr habt gar nicht gewusst, was das von den Funktionen ist, beispielsweise jetzt simpel erklärt. Aber einfach beschäftigt euch mit dem Produkt und dann findet ihr Sachen raus. Oder hier zum Beispiel, wie funktioniert hier die Verlängerung von der Schließe? Wenn es im Sommer jetzt ein bisschen wärmer ist, dann kann ich hier die Schließe ein kleines bisschen verlängern mit einem einfachen Klicks.
Wenn ich das nicht weiß, dann kann ich das nicht und kann diesen Vorteil auch überhaupt nicht nutzen. Das will ich euch in dem Video also noch gesagt haben. Informiert euch zu eurer Uhr und dann habt ihr auch Spaß mit eurer Sammlung und findet immer wieder neue tolle Sachen raus. Ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao.